Nix Mimimi. Doch, Mimimi. Nein, ich hab nicht gejammert. Ja, Leute. Mein Schatz ärgert mich wieder. Donnerstag. Ihr seht mich. Das heißt, ich kann es nicht sein lassen. Auch heute mache ich ein bisschen was. Aber ja, wir haben es schon nach 5. Also bloß ein bisschen was. Zuerst trinke ich noch einen schönen Kaffee. Dann zeige ich euch noch, was ich mir gekauft habe für die Holzbalkengeschichte oben. Da ist nämlich heute schon das erste Paket gekommen. Und dann gehen wir hinter an die Wand, wo ich noch abklopfen muss. Weil da will ich mir heute den Untergrund direkt an der Wand angucken, um zu entscheiden, ob ich da noch ein bisschen betoniere oder nicht. Ja, das sollte man nämlich auch noch vorher machen, bevor aufgeschottert wird, etc. pp. So Leute, dann zeige ich euch jetzt erstmal das Backerl, was kommen ist. Sprich, ich habe oder wollte mir eine normale Kreissäge kaufen, eine Handkreissäge. Hab Junior dazu um Rat gezogen. Ob das ein Fehler war oder nicht, ich weiß es noch nicht. Weil der hat mir eine etwas andere Kreissäge aufgeschwatzt. Und ob ich damit so die Balken sägen kann, wie ich mir das vorgestellt habe, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und jetzt zeige ich euch schnell die Säge. Tjo, der Gute hat mir hier eine Tauchsäge aufgeschwatzt. Ja. Er wollte mir die kleinere aufschwätzen. Ich habe gleich die etwas größere genommen. Und naja, wir werden sehen, ob ich mit dieser Säge auch meine Balken so absägen kann, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Da bin ich echt gespannt drauf. Gucken wir mal. So, dann zeige ich euch, was ich eben heute auf die Schnelle noch geplant habe. Ich will hier entlang, also hier auf alle Fälle ein bisschen runtergraben, hier genau an der Wand noch abstechen und das ganze Spiel hier ringsrum. Und dann kann ich nämlich entscheiden, ob wir hier nicht eine kleine Schalung hinmachen und dann einfach ja da ringsrum noch ja, so ein ja, so ziegelbreiten Betonsockel hinbetonieren. Einfach, dass es unten drin besser hebt. Also dazu muss ich jetzt erst schauen, wie tief sie das hier runtergezogen haben oder ob sie das da gleich dann auf den Dreck gesetzt haben. Weil wenn sie das hier direkt auf den Dreck gesetzt haben, wird das, ja, betoniere ich da einfach noch, ja, so eine Randschalung hin sozusagen. Ja, schauen wir mal, wie weit ich da heute noch dazu komme. Und jetzt lege ich los. Jetzt hole ich mir die Spitzhacke und Schäufelchen und dann gib ihm. Und was machst du auf meinem Stativ, du dickes Vieh? Leck mir am Arsch. Ich lang da gerade hin, hey, da hat es mich mal ganz schön geschockt. Wut, 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 wut. Bring mal den mal in den Garten. Hey, ich kann es euch sagen, ich habe seit Jahren schon immer so einen dicken Grashüpfer gesehen. So, verschwind jetzt hier runter. Hau ab. Jetzt ist er weg. Jo, sieht man alles? Ja. Also das wird jetzt heute keine riesen Aktion werden. Es kann auch sein, dass ich es bloß punktuell mache, aber ich fange jetzt einfach mal an. Und viel Bock habe ich eigentlich nicht, aber wie gesagt, ein bisschen was muss ich einfach machen. Es geht nicht anders. Ich glaube, da brauchen wir gar nichts mehr machen. Das ist auf ein sauberes Fundament gesetzt. Da ist unten richtig sauber betoniert. Cool, da brauchen wir bloß noch den Dreck ein bisschen weg. Arbeit gespart. Definitiv.
gefreut. Ja, weiter hinten ist natürlich wieder scheiße. Ach, Menno. Ja. Tja. Was hier in dem Bereich ganz gut aussieht, ist weiter hinten schon wieder scheiße. Meine Fresse, was für ein Kack haben die damals gebaut. Ja gut, das überlege ich mir jetzt. Ich werde es auf alle Fälle ringsherum ein bisschen mal abgraben, weil der Dreck muss so oder so weg und dann gucken wir mal, ob wir noch was hinbetonieren. Gut, und das kläre ich jetzt auch noch mit meinem Schatz gleich ab. Also, die Wandseite müsste man nichts machen. An der Wandseite vielleicht ab der Hälfte nach vorne. Aber das werde ich erst sehen, wenn der Hof abgegraben ist, weil da wird auch noch ein bisschen was weggenommen. Und der Nachbar war jetzt gerade da, der hat telefoniert und ja, das geht jetzt ein bisschen hin und her. Tja. Wollen wir es hoffen, dass das mit der Hofabgraberei jetzt noch klappt. Vielleicht nächste Woche, ich weiß es nicht. Und dass wir da weiterkommen. Ich werde auf alle Fälle nächste Woche dann gleich durchstarten mit der Balkengeschichte. Hilft dir nichts. Ja, dann haben wir heute ein ganz kurzes Video gehabt. Zumindest wissen wir da jetzt mal ein bisschen mehr. Ich könnte euch heute noch die Ziegel zeigen. Oder habe ich das gestern schon gemacht? Komm, ich fahre jetzt noch mal einmal die Reihe entlang und dann ist das Video für heute fertig. Ja, genau so sieht's aus. Okay, Leute. Wir sehen uns dann entweder dann im DGM-Video oder im nächsten Grillrotor-Video. Wir sehen uns. Ciao. Aber jetzt filme ich noch als letzte Schlussszene einmal über die Ziegel drüber. Fest ist es. Ich hoffe, dass es auch fest bleibt. Oben werde ich sie dann noch mal abdampfen mit einem Hochdruckreiniger und von vorne darf der Philipp dann mit verputzen. Okay, und weg.